Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Jagged Alliance 3. Wir machen uns gleich unterwegs auf dem Weg, zum Flüchtlingslager, und vorher müssen wir hier noch irgendwie einen Legionstrupp abfangen, wie es aussieht. Dann schlawinern wir mal hier rüber und gucken, wie schnell die hier ankommen. Wollen wir die hier abfangen? Was ist denn das hier? Savanne. Ah, Savanne hört sich schon mal sehr offen an, ne? Wir gehen ein bisschen entgegen, ne? Wir müssen ja sowieso dort lang. Das machen wir einfach. So, da haben wir in den Legionsangriffstrupp mit 4 Marodeuren, 2 Grenadieren, einem Anführer und einem Schützen. Es ist Nacht. Okay. Nacht ist schon mal eine wichtige Info. Das heißt nämlich für uns... Nachtsichtgeräte. So, Banz braucht keins. So, schau mal. Wir haben hier irgendwie so ein Lager. Und wo kommen die Bösewichte? Von da drüben. Oder haben wir doch hier so mit den Steinen und so eigentlich? Könnte ich mir vorstellen. Hier vielleicht. Oder auch hier oben. Eine ganz gute Position. I will give you puzzle to complete during combat. So, Barry sollte mindestens 3 Feinde mit mindestens 3 anvisierten Kopfschüssen treffen. Oh, okay. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Okay, da laufen sie. Wir hätten hier sogar so ein High Ground nicht wirklich gehabt, ne? Visualize success to unlock potential. If you are quiet in your mind, you are quiet in your body. Was denn hier? Deckung, da ist Deckung. I will try to become hard to see. Da ist Deckung. I will try to remain hidden. Da ist Deckung. Like this? Quiet and efficient. Observe. One sneaks up on the enemy like so. Nee, ihr habt euch hier falsch gesteckt, Leute. What? Looking for stealth kill position. Yes? Aiming. Reicht das? So 3-mal, ja, ne? Sollte eigentlich reichen. Wie viele Punkte habe ich denn insgesamt? Das sehe ich gerade nicht. Ich denke 14. They found us. Dahinter ist der Überfallanführer. Okay. Aber der ist schon schwach. Der hat schon was abbekommen. Easy shot on an unsuspecting target. So, Buns hat das einfach gemacht. Wunderbar. Kann sie noch ein bisschen vorwärts krabbeln. What? So, du siehst jetzt spontan niemanden mehr, ne? Ist natürlich nicht ganz geil. So, Tor wurde entdeckt. Der muss sich hier mal hinlegen gerade. Du kannst dich wieder verstecken. Hello. Wurden alle entdeckt hier? Warum habt ihr euch hier alle entdecken lassen? Was ist denn los mit euch? Yes? Going undercover. Becoming undetectable. It's me, Thor! It's a me. Also, dann schauen wir mal, ob das hier irgendwie funktioniert. Wir wissen ja auch gar nicht, wo der Rest sich aufhält, ne?
Die sind da links über uns. Okay, das ist natürlich nicht cool. Aber die scheinen auch nichts mitbekommen zu haben. Nee. Jetzt haben sie was mitbekommen. Kill them all and send them to hell. Ja, bleib dicht zusammen, bitte. Dicht zusammenbleiben. The enemy attempts to match our indomitable spirit with superior numbers. What do you want? As good as done. This is the precision and efficiency I am known for. Target locked. Also, schauen wir mal, ob wir den ausschalten können. Schießt der Typ da hinten ja nicht? Ich glaube, du kannst nicht sehen. Er lebt noch. Warum lebt denn der noch? Ist doch frech. I am under threat. So, wir nehmen mal an. Du würdest jetzt eine Granate hier hochwerfen. Dann würden wir feststellen, dass sie zu kurz ist. Also, wenn du die irgendwie... weiß auch nicht. Hello there. I think I can do this. Ja, dann wirst du erwischt, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Hello. So, ein Tor sieht genau ein. Sorry, there is only so much a positive attitude can do. Ja, schaffst du es nicht. Guck mal, der ist schon fast tot. Ich meine, du siehst auch nicht viel von ihm, aber... Komm, versuch's nochmal. Und da crittet er direkt. To die in the Legion is to have truly lived. Okay. I'm just gonna say it. I really think that was completely hot. Wer ist denn da im Weg? Achso, du schießt Schrot? Okay. Da sind wahrscheinlich alle im Weg, wenn du mit Schrot schießt. I can't do it. Maybe someone better than me should take this shot. Going there? You mean right now? Yeah. Hallo! I have no clear shot. Ja, okay, verstehe ich. Oh, warum habe ich das nicht einfach gemacht? Stimme auf. Moving, as of this moment. Dann mal hier rüber. Wirf mal eine fucking Granate. Ja, genau so. Explosive! Okay, das hat leider nicht so viel wehgetan, wie ich gehofft hatte. Ready. Moving to position. So. Hello there. Don't be ridiculous. Echt nicht? Nee, echt nicht. So bossy. Das sieht nicht gut aus. Ja, auch nicht. Okay, dann bleiben wir da einfach ein bisschen liegen. I will try to remain hidden. Ja? Yes? So, what zwei next? Von uns sind versteckt, ne? Coming undetectable.
Der Rest nicht so sehr. So, das ist der Granatenhannes. Der versucht mit seinem Revolver zu schießen. Ah, und er verlegt? Na gut. Hallo. Dann müssen wir uns um ihn wenigstens keine Gedanken machen im Moment. So, Buns sieht leider überhaupt niemanden. Das ist ein bisschen blöd. So, wir gucken mal, ob sie von hier aus Sicht hat. Ja. This will be trivial. Gut, dass du es sagst. Okay. Presently in attendance. Super trivial. What? So, du siehst schon wieder niemanden. So, da würde ich natürlich gern diesen Granaten-Menschen hier drüben erwischen. Mit dreimal zielen. Sollte hinhauen. Er lebt noch. Natürlich lebt er noch. How can I assist? I have good odds of hitting enemy. Ja, wir machen das so. Einfach einen Oberkörper rein. Das war ein Crit, wunderbar. Ach, der hat ein Holzbein. Habt ihr das gesehen? Hallo! Hallo! Be the bullet. Genau. So, der ist ja auch schwer verletzt schon. Wow! Mit Durchschuss und allem drum und dran. My mind is focused, my body is relaxed. So, dadurch ist der hier auch schon schwer verletzt. Und tot. I am awake and alive and they are not. So, dann müssen wir mal gucken, was der Typ da mit dem Maschinengewehr anstellen möchte. Und Thor braucht auch irgendwie eine... Ja, Thor hat natürlich keine Punkte mehr. Livewire here. Honestly, I don't understand the point of not hiding. Ready. Hello. I will try to become hard to see. Gut. Hallo. Trying to be quiet. So, du bist schon versteckt. Kommen wir hier irgendwie hoch? Nee, ne? Ich könnte höchstens versuchen, ihn hier flankieren zu lassen, so ein bisschen. Aber da sehe ich jetzt auch irgendwie gar nicht so sehr die Notwendigkeit, muss ich sagen. Na, vielleicht, das ist eine ganz gute Sache. Hat er hier nirgendwo Deckung? Da ist die nächste Deckung. Ich würde ihn schon gerne in Deckung langlaufen lassen. Quietly? Like this? Okay, wunderbar. They cannot hit what they cannot see. So, Livewire kommt mit hier rüber. Die ist ja unsichtbar quasi. Ja, und das dürfte es dann gewesen sein. Nee. Uhuhuhu. It's me, Thor. I am one with my gun. So, Thor sieht ihn. Die Frage ist, hat er auch eine Chance, ihn zu treffen? I will try to become hard to see. What? So, dann krabbeln wir ein bisschen vor. Going right now. Sie sind von da aus? Angeblich ja. Aiming. So, der muss jetzt sitzen hier, einmal im Kopf und dann ist er weg.
das lief doch. Was haben wir hier? 762 Warschauer Pakt Standard. Let's go. Every journey begins also, hier hatten wir uns schon mal umgesehen, ne? Das ist kein neuer Sektor für uns. Right on. So, haben wir noch irgendjemanden zum Plündern? Oder ist das wirklich alles? Nee, das ist wirklich alles. Okay, wunderbar. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wo wollten ihr hin? Achso, die wohnen da. Zum Flüchtlingslager, denn... Achso, ich kann ja ganz kurz hier einmal zeigen, ne? Na, Corazons Erklärung. Corazon hat versprochen, im Flüchtlingslager alles zu erklären. Ja, da bin ich ja echt mal gespannt. Also so richtig. Achso, Moment. Aber bevor wir das machen, gibt es natürlich wieder Helme für alle. So, Helme ganz wichtig. Ja, und da machen wir uns auf den Weg. Let's move. Ich bin gespannt, was da abgeht. Was ihre Erklärung sein wird. Was sie mit dem Major zu tun hat. Unbekannte Gegner. Über dem Flüchtlingslager steigt Rauch auf. Da stimmt was nicht. Oh, shit. Okay. Es ist immer noch Nacht. Das heißt Nachtsichtgeräte wieder. Ja, halt stopp. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Jetzt habe ich den Controller hier aus Versehen angemacht. Na geil. So. Carnel Fauchel. Schocksoldat, Lieutenant mit Gasmaske. Oh, was ist das? Eine Bombe, eine nicht explodierte. Das ist ein Sapeur. Also ein Pionier. Hä, wo sind denn alle? Hier sind Tote. Sanitäter. Okay. Ich muss ehrlich zugeben. Ready. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Wir gehen einfach mal ins Inventar rein. Rüsten wir die Nachtsichtgeräte aus. Ich dachte, wir kommen vielleicht erst am Morgen hier an. So, dann schauen wir uns always mal um. Use protective gloves when looting. Okay. Haben wir eine Diamantenlieferung. Bisschen Geld. Medikamente, Munition. Das ist hier so eine Versorgungskiste, die vom Militärjeep gefallen ist. We have agreement. I can't be sure, but that might be something interesting, right? Ja. Erosive lesion of the upper dermis, blisters, irregular darkening of the skin, brown-red lesions of the eyes, symptoms of convulsions and cardiac arrest. The cause of death is a chemical agent, most probably some form of mustard gas. Oh, okay. Let's go, yeah? Gab es einen Gasangriff? Heading out. Das ist ja krass. Wer? Outstanding. Und wo ist Corazon? Ne? Die habe ich hier noch gar nicht gesehen. I will lead. Nur diesen komischen, was war der? Major Fauchel? Colonel. Oder Colonel.
We're going, right? Ja, klar. Let's go. Wir sind hier echt alle tot, ne? Let's move. Wir leben nur noch so ein paar Soldaten. Understood. You the mechs? Talk to Le Colonel. Right on. Mal gucken, ob ich das möchte. Fine. Halt. Who are you? Ah, that's mercenaries. Report to Le Colonel. We should take a closer look at this. Wo denn? Sprengstoff check, okay. Barry. Jetzt kann ich nicht mehr. Oh. Ich frag mich sowieso, warum das dann nicht immer der Söldner mit dem höchsten betreffenden Wert einfach macht. We're moving. Außer man selektiert halt wirklich oh, jemand anderen. Ah, that's mercenaries. Report to the colonel. I guess we're going. Ach, hier ist es. How can I assist? Sprengstoffcheck. Hier befinden sich Fragmente einer Giftgasgranate mit einer tödlichen Chemikalie. Hello. Ja, das haben wir soweit schon mitbekommen. Da haben wir gerade Infos erhalten. Oder Notizen. Corazons Erklärung. Corazon hat versprochen, alles zu erklären. Im Flüchtlingslager ist etwas Schreckliches geschehen. Okay. Die Menschen im Flüchtlingslager wurden mit einer Chemikalie vergiftet. Im Sektor Flüchtlingslager wurde mit Senfgas bombardiert. Es ist Zeit für eine Erklärung. Alright, alright. I do not know what it is, but we should probably take it, just in case we need it. MD present. Wer hat denn eigentlich einen höheren Medizinwert? 86, Tor 73, okay. It's barely readable even for a doctor, but I... I'm pretty sure this is the formula of mustard gas. No, okay. Hier haben wir nochmal so eine... Barry Unger. So einen Granatenüberrest. Tixer. Incorporated. I see mustard gas, but also other gases. This is not as described in textbook. Okay, noch was anderes, nicht nur Senfgas. Okay, hier haben wir nichts Neues bekommen. So, die Frage ist natürlich, traue ich diesem Colonel jetzt, ne? Oder sollte ich mich irgendwo schon mal in Sicherheit bringen eigentlich? Und wenn ja, wo ist diese Sicherheit? Hello. Understood. Also passt mal auf, wir sehen hier mal ein bisschen bedrohlich aus gleich. Michael here. Affirmative? We have agreement. What next? What do you want? Monica Sondergaard here? Monica Sondergaard moving. Becoming undetectable. I was never good at hide and seek. Livewire here. Keine Ahnung, ob das irgendwie was nützt. Ich bezweifle es sehr. Ja, I am one with the stillness of everything. So, und du? Hier? All right, I'm going. Honestly, I don't understand the point of not hiding. So, dann reden wir mal mit dem Typen. Bin gespannt, was jetzt hier die Erklärung ist. My name is Colonel Jules Faucheur.
As a commander of Grand Chien's military forces in the Ajani region, it is my responsibility to deal with the war atrocities that took place here. Der sieht unsympathisch aus. Okay, wir reden erstmal ein bisschen mit ihm, ne? She won't be coming, but she sends you her regards. Oh, die Lannisters. Hundreds of innocent refugees and other civilians have been killed by a chemical weapon. Mein Gott! So many bodies! This violent craven attack on the people of Grand Chien is to be considered a war crime, because it was committed by an unsanctioned paramilitary group. Hm. Sein Ernst? I have made notice of thermal dissemination chemical canisters utilized by your soldiers. If what I'm thinking is true, you have done a terrible sin. You are very observant. Unfortunately for you, this doesn't matter because I already know that. You did this. You and your merc friends attacked diamond mines that are the property of the Republic of Grand Chien. Then you used slave labor to operate them. And when the local population rebelled against you, you killed innocent civilians in a show of force. And now you have the audacity to return to the scene of the crime. Er will es uns in die Schuhe schieben. Okay, aber was ist mit dem Präsidenten? La Fontaine is a fool. He thought he could run a government in which the fox and the chicken can work together in harmony. It was only a matter of time before he paid for his childish idealism. The Major's little kidnapping actually saved Alphonse's life for a while. But it doesn't really matter. Hmm. The coup was already in motion. All we needed was some time and money. Also ist der Major hier der Gute? Der Feind ist der Major, okay, aber der ist jetzt vielleicht unser Freund gerade geworden. Niemand wird ihn glauben. Hm. Das ist beides irgendwie dumm, ne? You think? Let's examine the facts. You are foreign mercenaries, paid by Adonis, a foreign corporation, to capture our diamond mines. One of those, Diamond Red, was guarded by Grand Chien troops when some of your people attacked it. I know perfectly well that it was done by the people from Merc, but the general public doesn't care about such nuances. You will take the blame for it, as well as this massacre, and I will have the perfect reason to intervene and restore order. Er will die Macht ergreifen, oder was? Arbeitet er wirklich für sie? Not for, but with. Oh, okay. She is useful. For now. There is much that can be achieved with my soldiers and her money. Ja, scheiße, Alter. No. His legion is a collection of criminals, able to terrorize citizens of the Ajani, but not much more. I'm surprised you haven't finished them off by now. Apparently, you're far less capable than I presumed. And I presumed very little. We wanted to use the Major as a scapegoat, but too many people believe his patriotic bubble. You, however, a group of corporate-sponsored mercenaires, are the very symbol of foreign oppression. You fit marvelously. Ja, scheiße. Okay, gut, dann haben wir jetzt einen Kampf, sind schon am Anfang total umzingelt. Negativ. Someone else will pay the bill. As for you, you have been bought and sold already. You have been useful pawns. But like all good pawns, you will be sacrificed. While I choose to believe he did not mean that in a literal way, it may be prudent to start thinking of exit strategies. Chien soldiers, at attention! Les mercenaires have committed war crimes against our country. Hey, jag ihm doch jetzt einfach eine Kugel in den Kopf. I proclaim them to be enemies of the state.
Unglaublich. Lieutenant, take command of the squad and shoot them. Erschießt ihn. I'll have your report when it's done. Sir, yes, sir. Er geht hier ganz gemütlich zu seinem Jeep am Lagerausgang und wir so, ja, ist dann wohl so. Ja, okay, also Quarky steht da echt scheiße. Sagen wir es mal, wie es ist, ne? Gut, ich schaue gerade auf die Uhr. Oh nein, das ist ein Problem fürs nächste Mal. Scheiße, das sieht echt gar nicht gut für uns aus. Ich dachte, wir müssten hier vielleicht den Major und ein, zwei Typen erschießen und dann wäre gut. In den Colonel natürlich. Im schlimmsten Fall, aber das ist ja wohl die bescheuerte Situation ever. Und Quarky braucht irgendeine Deckung. Ja, das ist ungut alles. Monica Sandegard, ist noch verborgen? Nee, ist natürlich niemand verborgen. Nach da hinten können wir vielleicht eine Granate werfen. Vielleicht auch nicht. Warum können wir dann... Das müsste doch eigentlich treffen, oder? Hallo? Achso, es wird nicht angezeigt. Da ist ein kleiner Anzeigefehler drin irgendwie. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ach, das ist der Lieutenant. Ja, okay, gut. Ja, nee. 10 Gegner sieht Quarky. Geil. Ja, dann war es das für heute auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.